Was zum Geier? Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Hallo und herzlich willkommen. Kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radio Man beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Ja, ich gehorche gleich. Herzlich willkommen zur neunten Episode, die Straße. Ich will nur einmal kurz Ort der Vermissten anzeigen. Ich will nur kurz einmal durch den Raum schauen. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Ja, aber ich will die Flagge untersuchen. Geheiminfos sind auch wichtig. Jeder kennt so ein Mädchen, dessen Gesicht er am Ende auf alten Fotos geschwärzt hat. Für Conrad war dieses Mädchen Amerika. 50 Staaten, 50 Sterne, die ganze Nation, geschwärzt. Keine Ahnung warum, vielleicht aus Zorn oder aus dem unsinnigen Versuch, ein Symbol zu erschaffen, wie auch immer. Seine Kommandoeinheit war anderer Meinung. Jeff Bowles, Ken Tabby, David Long. Sie haben ihrem Commander widersprochen, ihrem Freund. Und dafür ließ er sie fesseln und dann verbrennen. Was er wohl mit Menschen machte, die er hasste. Ein bisschen nachgezogen, der letzte Satz. Ja, dieser Conrad, ja, was soll man sagen? Ich dachte jetzt die ganze Zeit, das wäre einer von den Guten. Aber es gibt ja keine Guten, wie wir das Leben uns immer wieder lehrt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass der Conrad mindestens genauso beteiligt ist wie alle anderen hier. Und dass ich genauso beteiligt bin, in gewissem Maße, obwohl ich ja im Prinzip eigentlich moralisch gute Absichten habe, aber ich baller mich hier ja auch durch wie beknackt. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Wow. Lauter Autos im Sand. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da baumeln auch wieder Leute. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot.
Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Also, ich muss noch kurz auf Pause drücken. Also, der Zivilist hat Wasser gestohlen, was ein Kapitalverbrechen ist, was verständlich ist in so einer versandeten Stadt. Und der andere Typ sollte ihn festnehmen und hat dabei seine komplette Familie umgebracht. An sich würde ich überhaupt keinen der beiden töten. Aber ich muss ja jetzt einen töten. Wahrscheinlich. Ich werde gleich aber probieren, gar keinen zu töten und gucken, was dann passiert. Denn ich halte die Todesstrafe generell für Schwachsinn. Und deshalb werde ich das jetzt nicht machen. Und dann mal gucken, wenn ich da niedergeschossen werde und ich muss einen wählen, dann werde ich den Soldaten töten. Weil Wasser zu klauen aus einer Notwendigkeit entsteht, die jenseits der menschlichen Kontrolle liegt. Und dass er seine Familie niedermetzelt dabei, scheint mir dann doch eher moralisch verwerflich zu sein, als Wasser zu klauen, was ja, wie gesagt, eine Notwendigkeit ist. Deshalb werde ich jetzt gar nichts tun, sondern ich werde einfach versuchen, geradeaus vorbeizugehen. Und tschüss. Bleiben Sie, wo Sie sind, Captain. Der nächste Schuss geht nicht daneben. Okay. Attacke! Scheiße! Das sind Feinde! Ah! Okay. Das versuche ich nochmal. Ich weiß, das war jetzt krass, aber ich probiere das nochmal. Vielleicht klappt das ja. Wobei ich glaube, dass es wird so gemacht sein, dass man dass es nicht funktioniert. Aber ich will es nochmal probieren. Ich hätte jetzt fast alle getötet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay. Cutscene können wir überspringen. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. So, wie viele Dings sind das denn? Das sind 4. 4 Scharfschützen. Da ist da auch noch einer. Nee. Dann jetzt. Was ist jetzt, Captain? Attacke! Deckung, verdammt! Wir haben Männer! Männer! Wieder eine Hut! Ich bin so gut wie nicht! Deckung! 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 Ah! Fuck! Ah, das 417 ist ein halbautomatisches Sturmgewehr mit zuschaltbarer vierfacher Zieloptik. Okay, ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Aber ich will es nochmal probieren. Also, ich habe jetzt keine Deckung gefunden. Ist ja völlig behämmert. Also, ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Rechten und. Ja. Aber ich finde, dass. Dass allein schon dieser. Also die Sache, dass sie mich dazu zwingen, sowas zu entscheiden. Das geht nicht, Walker. Und die Tatsache, dass sie die Todesstrafe ausführen wollen, ist ja genauso verwerflich wie das. Wie die Taten der anderen. Attacke! Die kriegt man gar nicht klein. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, dass man sie. Ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, dass man sie nicht klein kriegt. Ich probiere es noch einmal und wenn es dann nicht funktioniert, dann treffe ich die Entscheidung. Und erschießt dann den Soldaten. Wenn man ja nicht immer warten müsste, bis hier die Dings geladen ist. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Bleiben Sie, wo Sie sind, Captain.
Bring ihn wieder auf die Beine. Okay, ich mach ihn wieder fit. Ja. Na, ja. Ah, okay. Nee, sie wollen, dass ich mich entscheide. Und in dem Fall, wenn ich mich entscheiden muss, obwohl ich festhalten möchte fürs Protokoll, dass ich selbstverständlich niemanden erschießen würde und natürlich sowieso nicht. Erschieße ich ja schon die ganze Zeit irgendwelche Leute. Dann werde ich jetzt den Soldaten erschießen. Denn, ja, es ist im Zweifelsfall dann doch das, was ich eher machen würde. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Na, halt still, dann mach es kurz. Ich hätte anders entschieden, aber... Aufpassen! Da bewegt sich was! Das ist... löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Es tut mir leid. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Also hätte ich jetzt... Ah, ja, das ist alles so scheiße, ja. Weil hätte ich jetzt... Es müsste diese Möglichkeit geben, wobei natürlich man das als eine Frage der Moral interpretieren kann. Ich muss das gerade mal sagen, das war ja auf Pause gedrückt. Das kann man natürlich als eine Frage der Moral interpretieren. Ich hätte natürlich auch die Wahl, wenn ich sagen würde, ich finde die Todesstrafe moralisch verwerflich, hätte ich natürlich auch einfach mich damit begnügen können, dass hier das Spiel für mich zu Ende ist. Denn in dem Moment, wo ich mich dem widersetze, das zu tun, dann werde ich abgeknallt. Aber das wäre natürlich überhaupt in sich völlig unlogisch, weil ich habe schon die ganze Zeit Leute erschossen und ich bin ja jetzt in dem Spiel nicht ich, sondern Captain Walker. Und deshalb entscheide ich sozusagen für ihn. Ja. Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich habe getan, was notwendig war. Ich habe uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Wir sind trotzdem scheiß Mistschweine. Muss man auch einfach mal sagen. Und zur Strafe? Weil sie mich gezwungen haben, jemanden umzubringen, werde ich alle umbringen. Komm, wenn sie noch zuhört, ziehen sie ihre Leute ab. Hab ihn! Wir haben uns nur verteidigt. Lade nach! Kengo, beweg dich! Leg ihn um! Wie sieht's aus? Wir wehren uns und kämpfen! RPG voraus! 60 Meter! Da will einer aus dem Auto! Aufschalten! Okay, bin dabei! Feind getötet! Granate! Na. Na? Ah! Ah, das war der RPG. Das war der RPG. Ja, es ist alles schwierig. Es ist sehr schwierig so. Also die moralischen Entscheidungen sind natürlich auch insofern schwierig, weil man ja auch wirklich in einem Shooter eben ist. Bei Heavy Rain war das ja was anderes. Da war man ja ein normaler Mensch, sag ich mal. Aber hier ist man ja sozusagen... Ja. Komm, wenn sie noch zuhört, zieht sie ihre Leute ab! Mach das frei! Wir haben uns nur verteidigt! Was soll denn das jetzt hier? Wir wehren uns und kämpfen! RPG voraus! 60 Meter! Look auf! Präzisionsschuss! Da! Erschieß den Mistzack! Alter. Lade nach! Scheiße, ich brauche hier Deckung! Holt euch doch mal den Typen da. Den RPG-Typen. Alter. Gleich noch eine Blendgranate hinterher. Feind getötet! Feind ausgeschaltet! Ah. Na,
kommt und verkriecht euch! Oh shit! Und tschüss! Scheiße, jeder versuchen können sie zum Gehen. Alter. Hörst du auf zu schießen? Shit. Fuck. Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben.